So, darf ich vorstellen, Revell, Fernbedienung, darf ich vorstellen, Mini, und die funktioniert wunderbar, nur ein Nachteil, wie lade ich diesen Akku auf? Also das Ladeteil war nicht dabei. Also, wie machen, oder ich muss mal eben gucken hier, aha! Man soll nicht so lange fluchen. Also ich habe das einfach ausgepackt und wusste gar nicht Bescheid. Also hier ist das Ladekabel. Hier kann man, also ihr merkt schon, das Wort Mini ist wirklich Mini. Man muss also ziemlich viel bei sich haben, um so ein Fahrzeug, sagen wir mal, aufzuladen. Ich werde das also durchlesen. Also jedenfalls hier wird aufgeladen, mit dem Teil wird aufgeladen. Sind 3 Volt drin, also 2 mal 1,5. Ich mache mal eben an und ich mache hier an und dann drücke ich mal drauf, dann hört er ihn. Fahren tut er wirklich, also dieses Fahrzeug hört er. So, ne? Hat also nur einen Antrieb hinten, aber dieser Wagen geht ab wie Schmitz Katze, muss ich einfach mal sagen. Kann man also auch aufladen. Für 8 Euro kann man nicht meckern. 8 Euro bei Amazon. Ich habe leider 5 Euro zu viel bezahlt. Muss man durch. Das ist so ungefähr wie dieser Panzer hier. Der kam 27,50. Gibt es auch günstiger. Vielleicht habe ich Glück, dass er auch fahren kann. Muss ich gucken. Dann muss ich noch anders halten. Nee, Batterie ist alle. Nee, Batterie ist alle. Also hier ist die Batterie leider alle. Dieser will nicht fahren. Für mich ist es ein Riesenspaß. Und das bleibt auch für mich ein Riesenspaß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich werde diese testen. Ich werde auch gucken. Ich meine, dieses Fahrzeug für 8 Euro empfinde ich jetzt nicht schlecht. 13 Euro für das hat ja nicht viel Funktion. Ein richtiger Bagger, der also richtig schaufelt, also richtiger Schaufelbagger, den man richtig betätigen kann, der auch richtig schaufelt, macht da ein bisschen mehr Sinn. Ne? Wäre jetzt aber leider ein bisschen größer wie dieses Fahrzeug, würde also nicht passen. Ich habe dieses Fahrzeug jetzt, wie gesagt, mal genommen für die Eisenbahn, die ich jetzt zu Weihnachten aufbauen möchte. Ob ich dann zwischendurch dieses Fahrzeug fahren lassen, das weiß ich nicht. Bin etwas verwundert, weil hier, ach so, Changing Light. Dieses Changing Light sagt das Wort schon. Dann mit diesem kann man dann das Auto aufladen, was gar nicht so schlecht ist. Ne? Also, er braucht viele Akkus. Er braucht viele Akkus zum Aufladen oder kauft für viel, also er kauft viele Batterien. Dieses habe ich jetzt, wie gesagt, bei der Firma Woolworth erworben. Ist off. Ob mein Kollege das gleich nutzen wird, ob er das gleich nutzen wird für sein Stilleben, stilles Leben, weiß ich nicht. Vielleicht kaufe ich mir doch einige und macht daraus irgendein Szenario aus Spaß. Und wenn ich Lust habe, spiele ich damit. Hört sich gut an, ne? Männer spielen. Naja, komm. Aus Sicherheitsgründen sage ich das nicht, aber ich schau mal, was es da so geht. Ich wünsche euch viel Spaß mit Mini Control, Mini Race aus der Welt von Revell. Die Motoren werden immer kleiner. Da ist der Kipper. Vielleicht besorge ich mir den Kipper. 1, 2, 3, also 4 verschiedene gibt es. 2740 Megahertz. Das bedeutet, 2 Fahrzeuge könnte man immer tätigen. Ne? Fährt überall rum. Und ich meine, so schlecht ist es nicht. Man darf es nicht zu kritisch sehen. Bitte seht sowas nicht kritisch, aber gibt es nicht Kindern in der Hand. Ich würde sagen, nur was für Leute, die eine Modelleisenbahn betreiben. Aus Spaß. Ich habe ja viele, deswegen mache ich das Video, bei TikTok gesehen, die ihre Kamera scharf schalten und dann bei TikTok solche Beiträge machen. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist eine lustige Geschichte. Da ich heute Abend wieder hier bin, kann ich mir
was ausdenken. Ich kann das also hier mal stehen lassen. Ich kümmere mich mal drum. Ich habe mir das angesehen bei Amazon. Ich habe mir das angesehen bei YouTube. Deswegen lohnt sich jetzt nicht, einen Beitrag zu machen. Bei mir schaut ihr sowas nicht. Könnte ich, also alles, was ihr bei YouTube seht, ist ja von Profihand. Die wollen euch das ja auch verkaufen. Also dieses gute Stück bekommt ihr von Amazon für 8 Euro und bei der Firma Woolworth für 13 Euro. Naja, Spaß, ich habe meinen Spaß. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Ich habe meinen Frust, ich habe sehr hohen Frust im Moment, einfach mal getilgt und ja, ist rausgeschmissen, das Geld, aber egal.